Einen schönen guten, meine Hände von Untergrabwissenschaftler. Ja, heutige Tagesguck ist Angelereignis. Wir bekommen 10 Diamanten. Very nice. Ja, ich wollte eigentlich ein Video machen, aber ich bin heute ein bisschen in Zeitdruck. Also, wer es noch nicht weiß, die meisten wissen das ja, den Karpfenkilo-Killer-Trick. Einfach in eine Playliste bei mir reingucken. Ich habe schon etliche Male gemacht. Die bunten Köder braucht ihr dafür, den richtigen Kreis und dann haut ihr die richtigen Galoschen da raus. So, und aber wir haben ja natürlich bis Freitag Zeit. Ich werde heute alles oder ich werde die ganzen Tage alles irgendwie ausprobieren. Kleine Kreise, große Kreise. Mal gucken, wie ich am besten irgendwie an neue Fische drankomme. So, wir machen nochmal Drehrad. Was gibt's denn ohne Schindel? Schindel ist gut. Und einen grünen Gutschein wäre auch gut. Jetzt brauchen wir die Gutscheine hier. Zack. Also stellt, ordentlich hat es ja gestern schon im Video gesagt, stellt Gutscheine her für den, also Angelköder mit den Gutscheinen stellt her. Nochmal drehen, jawohl. Damit ihr auch richtig schön die Fische und unbekannte Fische rauszieht, dann ist im Angelbuch, braucht ihr nur gucken. Wenn ihr einen neuen Fisch habt, kriegt ihr natürlich automatisch Diamanten, was auch natürlich very nice ist. So, was haben wir hier? Wie viel haben wir schon gesammelt? 23. Nee, wir warten hier auf hier hinten die 35. Machen wir mal voll. Des Weiteren, Derby haben wir schon angefangen. Ich habe schon ein paar Aufgaben fertig. 4 Stück für das Power Derby. Läuft. Wir sind jetzt gerade mal Platz 3. Die anderen ziehen natürlich dran vorbei. Wir sind mit 3 Mann im Derby. Yvonne hat ausgesetzt. Die ist auch im Urlaub. Aber ich habe gesagt, geht ja erst übermorgen los. Ich ziehe das nochmal hier so richtig durch. So, ansonsten wollten wir hier so ein bisschen Klimbim noch rum. Das soll es auch fürs kurze Video heute gewesen sein, für Tagesguck. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Dienstag. Viel Glück da draußen, schönes Leben. Euer Onkel Jens.